Ich glaube, was ich bei dem Exponat mit den drei Firewalls besonders schätze, ist, dass es nicht nur einfach eine Lösung ist, sondern dass wir einen Sicherheitsbeweis in einem Modell hinbekommen haben. Das heißt, wir haben eine ganze Klasse von Angriffen ausschließen können, nämlich alle, die sich in diesem Modell formulieren lassen. Und ich bin deshalb so froh, weil wir tatsächlich davor andere Konstruktionen betrachtet haben, die aber nicht sicher waren. Und das haben wir nicht etwa bemerkt, weil es Angriffe gab, weil wir haben das ja noch gar nicht irgendwie fertig gehabt, sondern wir haben das bemerkt, weil wir im Modell den Sicherheitsbeweis einfach nicht hingekriegt haben. Und dann haben wir überlegt, woran kann das liegen, wieso kriegen wir das nicht hin? Und dann, es ist gar nicht sicher. Und das war eine Erkenntnis, weshalb ich sozusagen auch das Ringen mit dem Problem und diesen Demonstrator unheimlich mag. Die Open Codes einmal ist ein Experiment mehr als eine Ausstellung. Das heißt, dieses Leben können mit diesen Werken, dieses sich dort einfach hinsetzen können, glaube ich, ist eine Atmosphäre, die ich so in einem Museum überhaupt noch nie erlebt habe. Und es gab dort einige Dinge, die ich auch tatsächlich spielerisch oder künstlerisch unheimlich toll fand. Gefallen hat mir, das sieht man auch im Open Codes Logo, dieses Rohr, das eine 3D-Form hat, das man in verschiedenen Positionen sehen kann und damit im Prinzip alle Buchstaben hinbekommt, dass es sozusagen eine 3D-Form gibt, die aus unterschiedlichen Richtungen betrachtet letztlich alle Buchstaben des Alphabets darstellen kann. Das fand ich irgendwie sehr clever. Ich habe tatsächlich auf der Open Codes ein Werk, da sieht man in einem Art Triptychon einmal einen Code, also einen Algorithmus, dann ein Maschinenmodell und im dritten, was der Algorithmus tut. Und das, was ich damit transportieren will, ist, dass sozusagen das, was der Algorithmus im Maschinenmodell macht, ist sehr, sehr mechanisch, uhrwerkartig. Während das, was der Algorithmus sozusagen am Ende bewirkt, was man auf dem Bildschirm sieht, ist unheimlich komplex. Und der Grund, warum wir Menschen das häufig gar nicht so zusammenkriegen, ist, weil unheimlich viele Größenordnungen in der Zeit dazwischen liegen. Und deshalb haben wir dort einen Drehknopf und man kann sozusagen den Computer so langsam drehen, dass man die mechanischen Schritte im Rechenmodell sieht oder eben so schnell, dass man sieht, was auf dem Bildschirm passiert. Und da habe ich tatsächlich gedacht, da könnte man eine kleine Serie draus machen. Zum Beispiel würde ich unheimlich gerne vielleicht auf diese Art und Weise kryptografische Algorithmen veranschaulichen, beispielsweise Pseudo-Zufallszahlengeneratoren, wo etwas sehr Mechanisches, sehr Einfaches passiert, aber trotzdem das Resultat wie Zufall aussieht. Das fände ich auch sehr faszinierend. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch die Faszination rüberbringt, die Informatik hat. Und ich denke, das ist etwas, wo die Physiker einen sehr, sehr guten Job machen. Das heißt, die meisten Leute wissen, dass das Higgs-Boson schwierig zu finden war und dass man es dann endlich gefunden hat mit einem kilometerlangen Teilchenbeschleuniger, der tief in der Erde eingebaut ist und größer und komplizierter als die Pyramiden zu bauen war. Und irgendwie habe ich das Gefühl, gibt es in der Informatik unheimlich faszinierende Dinge, aber wir sind nicht so gut darin, die zu transportieren. Die Open Codes ist jetzt eine Gelegenheit und ich glaube tatsächlich, die komplexesten Maschinen der Welt werden von Informatikern gebaut. Ich würde es vielleicht ein bisschen so versuchen, wie ich selber zur Informatik gefunden habe, gar nicht so sehr über den Computer und was man mit dem Computer machen konnte, sondern eigentlich eher über die Frage, die fast ein bisschen philosophisch ist, was ist überhaupt eine Berechnung? Ist alles prinzipiell berechenbar oder gibt es prinzipiell Dinge, die nicht berechenbar sind? Und dass es das formal gefasst werden kann und dass man darauf Antworten hat, das fand ich total faszinierend. Und als nächstes würde ich natürlich von Kryptographie erzählen, weil das meines Erachtens auch eine ganz tolle Anwendung der Informatik ist.